Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Hier aus dem Europapark ist es eine ganz besondere Zeit aktuell, nämlich die Hallo-Winterzeit. Ja, die Hallo-Winterzeit ist eine Mischung aus Halloween und der Winterzeit. Und die werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Das heißt, wenig Wartezeiten und Voltron ohne Ende fahren. Ich bin super gespannt, ob das wirklich noch ein Geheimtipp ist oder ob uns doch noch die ein oder anderen längeren Wartezeiten erwarten. Aber wir lassen jetzt erstmal den Tag ganz gemütlich starten im Brockcafé und frühstücken mit Kleinigkeit. Wir sind jetzt im Park drin und noch ein kleiner Tipp für alle Jahreskarten- und Resortpassbesitzer. Wenn ihr in der Hallo-Winterzeit und in der Winterzeit außerhalb der Ferien Freunde habt, im besten Falle, bringt die doch gerne mit, weil ihr habt ein Bring-a-Friend-Ticket. Da kann jeder Freund von euch, den ihr mitbringt, also ich glaube bei Gold sind 2 Mal und bei Silber ist 1 Mal, kostenlos mit rein. Außerhalb vom Wochenende auch, ja, doch. Und außerhalb vom Wochenende, genau. Also nur in der Woche. Gerade eben sind wir noch eine Runde Voletarium gefahren und in der Hallo-Winterzeit hat der Europapark von 11 bis 19 Uhr mindestens auf. Aber der deutsche Themenbereich und die Hotelöffnung findet schon um 10 Uhr statt. Das heißt, ihr könnt um 10 Uhr hier schon frühstücken im SWR3 Rockcafé oder auch eine Runde Voletarium fahren. Oh ja, und der Kürbis kommt jetzt auch wieder an die Stelle, bevor die dann alle weg verschwinden. In der Hallo-Winterzeit könnt ihr natürlich auch die Charaktere treffen und Eurofant hat sich schon hübsch gemacht ein Weihnachtsoutfit, weil ja auch bald schon die Weihnachtszeit anfängt und ja, hier ist Meet and Greet direkt am Haupteingang, die Bühne wurde ein bisschen versetzt und ja, halt! Die Hallo-Winterzeit geht noch bis zum 29.11. und vom 30.11. bis zum 12.01. ist dann auch schon die Winterzauberzeit. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber bevor es soweit ist, sind wir jetzt hier im Rockcafé, wie gesagt, frühstücken und stärken uns, bevor es dann gleich weitergeht. Wir sind gut gestärkt und ja, die Hallo-Winterzeit hat natürlich auch ein paar Einschränkungen. Es sind hier ein paar Bauzäune, hier wird der Winterzauber natürlich auch aufgebaut in der Zeit. Aber wir wollen uns jetzt mal die Wartezeiten anschauen, ob es wirklich so ein Geheimtipp noch ist oder ob uns doch längere Wartezeiten erwarten. Kommen wir nochmal zu den Wartezeiten. Hier haben wir Arthur einmal mit 5 Minuten Wartezeit. Richtig, richtig cool. Das freut sogar auch Bünki. Und deswegen werden wir jetzt hier ein Rundchen drehen. Der Alpenexpress hat 1 Minute Wartezeit. Let's go! Minuten bei Wodan und das nutzen wir auf jeden Fall aus. Feier hat 50 Minuten Wartezeit. Aktuell stehen wir hier im Fjord-Restaurant und haben uns einen leckeren Glögg geholt und die Wartezeiten sind wirklich entspannt. Ihr habt es ja gesehen, an einigen Attraktionen wartet ihr 15 Minuten, an anderen Attraktionen wartet ihr auch nur 1 Minute. Arthur ging heute Morgen auch richtig schnell. Aber man muss schon sagen, dass auf jeden Fall mehr los ist als in den letzten Jahren in der Hallo-Winterzeit. Wir sind heute am Freitag da. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, Freitag ist leerer, Samstag ist voller.
Aber man kann davon schon ausgehen, dass es unter der Woche deutlich leerer ist als am Wochenende. Aber im Prinzip ist es immer noch leerer als in der Sommersaison. Genau, also wenn ihr viel fahren wollt, Hello Winter immer noch ein guter Tipp. Prost! Aber es gibt natürlich auch die ein oder anderen Einschränkungen in der Hello-Winter-Saison und darauf kommen wir jetzt mal. In der Hello-Winter-Zeit läuft die Rafting-Anlage nicht, weil hier wird aktuell schon das nordliche Winterdorf aufgebaut mit der Eisfläche und das wird im Winter richtig cool aussehen und da stelle ich mich auch wieder auf Schlittschuhe. Und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, was euch alles im Winter hier erwartet, dann liked doch gerne das Video und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos. Wie jedes Jahr ist der Bereich Portugal komplett abgesperrt, weil hier das Riesenrad Bellevue aufgebaut wird, aber das ist kein Problem. Ihr könnt trotzdem hier die Erdinger Hütten besuchen. Da gibt es zum Beispiel auch Käsefondue oder ganz, ganz schön deftiges Essen. Sehr lecker, können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Die Laura hat sich hier einen leckeren Crepe geholt. Aber auch in der Hello-Winterzeit gibt es die ein oder anderen Gastro-Einschränkungen. Zum Beispiel haben meine geliebten Pommes hier im holländischen Themenbereich nicht auf. Und ja, es gibt halt nicht das komplette Food-Angebot in der Hello-Winterzeit. Während der Hello-Winterzeit laufen entweder Weihnachtsshows oder noch Halloween-Shows. Zum Beispiel ist Surprise Presents A Christmas Dream. Das läuft zum Beispiel jetzt schon. Aktuell könnt ihr euch die schon noch anschauen. Also wie gesagt, es kann auch mal sein, dass noch so ein paar Pausen sind, dass gerade so ein Umbau stattfindet von Weihnachten, von der Halloween-Zeit zur Weihnachtszeit. Aber am besten doch immer mal in den Parkplatz oder in der App schauen. Es finden auf jeden Fall Shows statt in der Hello-Winter-Zeit, nicht das komplette Showprogramm ist einfach brachgelegt. Stars Ed und Edda. Aber jetzt wollen wir uns mal die Wartezeit anschauen von der neuen Achterbahn Voltron, die dieses Jahr eröffnet hat. Ich bin sehr gespannt. In der Sommerzeit haben wir teilweise über 100, 120 und schon mal 140 Minuten Wartezeit gehabt. Mal schauen, wie hoch die Wartezeit jetzt in der Hallo-Winterzeit ist. Wir stehen jetzt vor Voltron. In der Hallo-Winterzeit ist ja wenig Wartezeit. Zum Beispiel 10 Minuten bei Voltron. Das müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Der komplette Indoor-Bereich ist echt leer, richtig gut, kaum was. Das heißt, sieht im Sommer ganz, ganz anders aus. Wir kommen gerade aus Voltron hinaus. 10 Minuten Wartezeit in der Hello-Winterzeit. Seid ihr da relativ schnell dran, gell? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr Voltron noch nicht gefahren seid, oder Bock habt zu fahren, auf jeden Fall in der Hello-Winterzeit. Wir können die sogar Wiederholungsfahrten ganz gut machen. Und jetzt wollen wir uns noch die Wartezeit anschauen von Silvester und Conquercoaster. Ja, das sind auf jeden Fall das zwei Attraktionen, die wir fahren möchten. In der Sommerzeit fahren wir ja tatsächlich gar nicht so viel. Nee. Und die beiden kommen auch noch nicht, gell? Ja! Auch mal noch in den fahren. Jetzt stehen wir vor Silvester, 5 Minuten Wartezeit, darauf geht's mal eine schnelle Runde. Hallo, schön. Schön. Conquercoaster hat jetzt 10 Minuten Wartezeit, riecht gut, also Conquercoaster hat 10 Minuten, perfekt. Hier auf dem Augsburger Platz. Ihr seht im Hintergrund schon den Tannenbaum. Dieses Jahr in einer komplett neuen Position.
Und auch zur Winterzeit gibt es eine Parade und eine ganz besondere Parade. Eine Mischung aus Halloweenwagen und schon Winterparadewagen. Das waren sie, unsere Eindrücke hier aus der Halloweenzeit im Europa-Park. Reine Wahnsinn, ja, so ein richtiger Geheimtipp ist es nicht mehr, aber ihr habt trotzdem sehr, sehr kurze Zeit, also kurze Wartezeiten, besonders bezogen auf die Sommersaison, wenn halt richtig viel los ist. Also ihr müsst an den Attraktionen tatsächlich nicht allzu lange warten. Genau, wollt schon, und wenn ihr noch nicht wollt, wenn ihr gefahren seid, Bock habt, mehrere Stunden zu fahren, ist auf jeden Fall genau die richtige Zeit. Auch Shows, eine Mischung aus Weihnachtsshows, Halloween-Shows, aber ihr könnt ihr selbst entscheiden, seid ihr lieber in der Herbstzeit hier oder in der Winterzeit. Ja, ihr könnt Kürbissuppe essen oder auch schon die ersten Wintersnacks futtern. Und ja, warme Marmeladen zum Beispiel. Aber ich finde tatsächlich, im allerersten Jahr war diese Hello-Winterzeit noch ein bisschen schöner dekoriert. Ja, es war etwas Besonderes. Und jetzt ist irgendwie so wirklich ein Umbau. Das merkt man auch, das war irgendwie im ersten Jahr. Nicht so vom Feeling her, dass es so ein krasses Umbau. Ja, Oberflieger. Wie findet ihr die Halloween-Winterzeit? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare rein. Und dann könnt ihr sagen, wie viele Wartezeit ihr an eurem Besuch dann hattet. Genau, das war's jetzt von uns. Ganz viel Spaß auf YouTube. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis gerne, Helle. Wie Kürbissuppe? Oder Tübal? Oder Christstollen? Beides. Okay. Tschüss.